Willkommen bei Base Game TV. Hier ist der Toni und wir haben heute den Grillsimulator, der ist ganz neu. Ja, wir haben hier sogar äußerst real, also ein Messer, das sieht sogar fast wie benutzt aus, also bei der Grafik. Und dann gucken wir einfach mal, man kann hier wirklich alle Punkte auswählen, wie man hier reinstellt. Ja, klappt. Gut, das ist also wirklich schon mal real gemacht. Jetzt sind meine Finger voll, äußerst real, voll Ketchup. Das ist natürlich äußerst lecker. Moment. Ja, schmeckt sogar. Jetzt müssen wir das ja noch irgendwie aufkriegen. Und wir haben ja sogar NPCs im Spiel. Die sind anscheinend äußerst real. Was sagt man dazu? Jetzt ist gerade die Kamera ein bisschen verhunzt. Das ist natürlich doof. Hier ist einer gestuckt. Also natürlich wie in jedem Spiel auch Bugs ohne Ende. Jetzt machen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Ich glaube, ich setze mich gleich auch ganz real hin. So, also, Fackeln. Wir machen natürlich keine Werbung. Was sind das für Fackeln? Ja, Oldenländer. So, wir mal hören. Wir hören einfach mal die Witze, die ja aus dem Hintergrund von den NPCs gemacht werden. Die sind sowieso nur am Stacken. Wir legen hier also einfach mal für jeden NPC eine Fackel auf den Grill. Zwei auf einmal jetzt. Zwei auf einmal. Das ist sogar Fackel Akimbo hier, wunderbar. Ja. So, und jetzt, ja, der war schlecht. Der Toni macht auch schon mal schlechte Witze. Ach, schon mal, das ist natürlich witzig. Okay, NPCs sind sehr aktiv hier, also sehr interaktiv. Die wackeln mit den Beinen und alles Mögliche. Die essen, die trinken. Setz dich und trink ein Bier mit uns hier, Toni. Ja, da war fast mein realer Name, der war eben schon mal da. Ihr habt es ja sowieso mittlerweile begriffen, wegen meinem PayPal-Account. So, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut und gucken mal, was der Grillsimulator uns sonst noch so zu bieten hat. Ja, also wir wenden, ja. Bar. Nix bar, wir wenden. Nix bar. So, und während wir wenden, habe ich mich hier schon in der Zwischenzeit, ja, da wenden wir äußerst real hier, fällt alles ab. Ja, gut. Ich habe mich schon mal im Online-Marktplace umgeschaut. Also, da haben wir auch noch mehrere Lobbys. Also, da hinten kann man auch noch beitreten oder auch da vorne. Ist alles kein Problem. Und ja, die NPCs scheinen sogar von dem Kameralicht geblendet zu sein. Mein virtueller Wecker hat geklingelt und jetzt ist hier auch alles gut. Ja. Was? Der virtuelle Wecker war ja richtig. Das ist aber richtig schlecht, Alter. Da ist. Ups. Die NPCs werden in der nächsten Phase noch etwas verbessert, also ist ja noch die Beta. Schmeckt scheiße! Und in der fertigen Version werden die NPCs auch nicht mehr behaupten, das Essen schmeckt scheiße. Ich mach keinen. Super geil, du möchtest nichts. Nein, ich möchte keinen. Ja, das sind über NPCs, die sich zurückhalten. Kann ich auch noch. Es werden, glaube ich, auch noch weitere. Ja, ich glaube, dann nehme ich zwei. NPC. Ich würde sagen, das war es auch schon. Also, wir können dann gleich schon die Müllabfuhr rufen für den Müllabfuhr-Simulator. Da geht meine Stimme aus dem Flöten. Ich glaube, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ach ja, und Ranzrate, viele Grüße.